Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei unserem Kongress Bedürfnisorientiert Aufwachsen. Heute haben Sarah und ich eine ganz besondere Mission und Vision, die wir euch mit auf den Weg geben möchten. Wir möchten nämlich zuallererst, ganz zu Beginn, das allererste Video oder Interview sein, was ihr euch ansehen werdet. Und wir erzählen von unserer Vision. Was hat uns bewegt, das zu tun, was wir hier tun für euch? Die ganze Arbeit auf uns zu nehmen, warum machen wir das? Warum haben wir das gestartet und warum möchten wir unsere Message in die Welt raustragen? Ja, Sarah ist mit dabei, ich bin mit dabei und wir werden jetzt ein bisschen erzählen. Magst du mal anfangen, Sarah? Genau. Ja, der Michael ist auch noch mit dabei, den vergessen wir nicht. Der Michael ist ein ganz, ganz großer oder ein Riesenanteil hat er mit auch beim Kongress, weil er eben nämlich unsere Technik macht. Also alles, was geschnitten wird und wurde, das hat der Michael gemacht, auch wenn das nicht immer so einfach war. Und die Website nicht zu vergessen. Genau. Ja, wie fangen wir denn mal an am besten? Wir haben uns denn kennengelernt, Sarah? Erzähl mal. Genau. Ja, das war ganz spaßig, die jetzt zusehen. Wenn man sich natürlich irgendwann mit dem Thema bedürfnisorientiert auseinandersetzt, dann ist es halt so, dass man auch natürlich, naja, nicht immer, es ist natürlich nicht immer so, aber bei uns oder bei mir war es so, dass ich mich auch auf verschiedenen Blogs im Internet so ein bisschen informiert habe und mal geschaut habe, wer bloggt denn da und was schreiben die denn da so. Dann hat sich für mich das als sehr wertvoll herauskristallisiert, weil da einige Leute bei waren, die eben halt sehr, sehr ähnlich gedacht haben. Und das war wie so ein Aha-Effekt, wo man gedacht hat, okay, wow, ne, diesen Prozess hat anscheinend ja schon jemand anderes auch durch. Das liest sich so, als hättest du das selber geschrieben. Und so bin ich natürlich auch auf dich gestoßen. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Beitrag das war. Komme ich jetzt gar nicht drauf. Wie wir gerade schon gesagt haben, es fühlt sich auch schon an, als wenn wir uns schon ewig kennen irgendwie. Und nicht als wäre es erst ein Dreivierteljahr oder was. Und aufgrund dessen habe ich dich angeschrieben und habe zu dir gesagt, Wahnsinn, ne? Also es hört sich an, als wenn du, wenn ich das geschrieben hätte, oder es liest sich so, als wenn ich das geschrieben hätte. Und das ist so unfassbar, ob wir uns nicht mal austauschen wollen. Und daraufhin hast du, glaube ich, auch sofort reagiert. Und dann kam eins auf das andere. Und ziemlich schnell war irgendwie auch klar, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht einfach so passiert. Das hat so seine Gründe. Und dann haben wir ziemlich zeitig eigentlich angefangen, über unsere Vision zu reden. Und die wäre nämlich, dass viel mehr Menschen darüber informiert werden müssen. Ja, wie kann man das am besten ausdrücken, dass es jetzt nicht zu abstrakt klingt? Also wie wichtig es ist, ich versuche es mal, ja? Wie wichtig es ist, mit unseren Kindern auf Augenhöhe zu sein und eben unsere Kinder zu sehen, ja, mit all ihren Farben, wie du neulich so schön geschrieben hast. Das fand ich so ein tolles Beispiel. Mit all ihren Farben, genau das. Und es sind manchmal auch Schwarz- und Grautöne dabei, ja? Aber auch das darf da sein. Und Bedingungslosigkeit als Stichwort vielleicht noch. Ja, ganz genau. Das hast du auf jeden Fall, hast du das gut zusammengefasst. Jedenfalls sind wir der Meinung, dass es viel mehr Leute so wissen müssen, diese Informationen haben, die vielleicht ihr Gefühl nicht mehr vorherrschend in sich tragen, was auch jetzt überhaupt gar nicht abwertend klingen soll. Es ist auch von der Gesellschaft nicht unbedingt gewollt, dass wir weiter oder dass wir sehr empathisch sind. Deswegen haben viele das leider abtrainiert bekommen. Ich denke, ich spreche da für uns beide, wenn ich das so erwähne, dass wir aufgrund unserer Kinder auch sehr empathisch wieder geworden sind. Also ich würde sagen wieder, weil das hat sich auch ein bisschen so angefühlt, wie ich sage auch immer gerne Mama-Morphose. Also es war wirklich nicht nur die Lilly ist geboren, sondern eben halt auch ich als Mama. Und das ist ein Prozess. Und wenn man sich in diesem Prozess auch noch dann mit den ganzen Informationen und Gleichgesinnten umgibt, die für die ich mich in dem Fall zu dem Zeitpunkt interessiert habe, dann merkt man ganz schnell, okay, irgendwie scheine ich sehr anders zu sein als die anderen.
Also als Beispiel ist es Langzeitstillen, Familienbett. Wir schimpfen nicht mit der Lilly, wir versuchen mit auf Augenhöhe mit ihr zu reden. Oder was heißt wir versuchen? Wir reden auf Augenhöhe mit ihr und sind halt einfach gut gebunden und daran interessiert, dass in unserer Familie die Bedürfnisse von allen gesehen und halt dementsprechend nach Priorität halt auch abgearbeitet werden oder erfüllt werden, sagen wir so. Und das, was wir halt eben hier sehen in unserer Gesellschaft, entspricht ja nicht mehr oder entspricht überhaupt nicht dem, was wir so leben. Und dabei sind wir uns eigentlich schon sehr einig, dass das aber sehr essentiell ist für die Zukunft, dass eben die meisten Leute ja wieder bindungs- und bedürfnisorientiert leben, weil sonst entsteht keine empathische Gesellschaft, auch für die Zukunft nicht. Und da es unser Interesse ist, dass auch für unsere Kinder ja ein bisschen weiter zu gestalten, kamen wir auf die Idee, dass ein Online-Kongress eine gute Möglichkeit ist, das in die Welt hinauszutragen. Und vielleicht möchtest du noch mal ein bisschen dazu erzählen, weil wir sind ja auch, haben uns ja auch ein bisschen weiterentwickelt durch die Online-Kongresse. Vielleicht einfach für die Leute, die jetzt überhaupt noch keine Ahnung haben und jetzt hier sitzen und denken so, okay, dann erzählt mal was. Ja, also ich kann ja mal von meiner Geschichte der Online-Kongresse erzählen. Also das allererste Mal, dass ich mit diesem Konzept der Online-Kongresse in Berührung kam, war, muss ich überlegen, 2015 im Herbst. Da war mein Sohn knapp ein Jahr, kurz später wurde er ein Jahr alt. Und da gab es den Kindergesundheitskongress 2015, der allererste Kindergesundheitskongress. Es gab dann noch einen zweiten. Und ich habe mir das allererste Interview angeschaut, den Dr. Rüdiger Dahlke. Bin ein großer Fan von ihm, habe sehr viele Bücher von ihm. Und das war wie so ein Wow. Und ich weiß noch genau, wir waren damals in einem Kurzurlaub und wir hatten sehr schlechten Internetempfang und der Herr Dahlke verabschiedete sich immer wieder von meinem Display und das hat mich sehr frustriert. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, also wir sind jetzt 4 Tage noch hier und ich werde wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, diese ganzen Interviews zu sehen und ich will sie unbedingt alle sehen. Und das war mir so wichtig. Dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Kongresspaket kaufen. Das weiß ich noch ganz genau und das war dann auch so. Also wir haben dann das Kongresspaket gekauft und ich konnte mir die alle schön anschauen, die Interviews, und das hat mich total begeistert. Und das hat mich einfach mitgezogen in eine Welt, in der ich vorher zwar instinktiv lebte, aber dafür noch keinen Namen kannte. Also ja, plötzlich war Attachment Parenting auf dem Bildschirm und ich dachte, wow, das ist ja, wie wir leben. Ja, also wir schlafen im Familienbett, wir tragen ganz viel und wir stillen auch immer noch. Ihr ja auch, Sarah. Und das war wie so eine Erleuchtung irgendwie. Es kamen noch sehr viele Kongresse hinterher, die ich mir auch alle angeschaut habe. Beispielsweise auch den Kindergesundheitskongress 2016 oder ganz groß auch Beziehung statt Erziehung von Katharina Walter, die ja auch bei uns als Expertin sprechen wird. Also das war für mich unheimlich beflügelnd. Und plötzlich habe ich mich verstanden gefühlt, weil in meinem Umfeld alle dagegen sprechen. Hatte ich so zumindest den Eindruck. Vielleicht war es gar nicht so, aber ich hatte den Eindruck, ich bin irgendwie voll der Alien. Ja, jeder guckt mich nur an und sagt, was, dein Kind ist jetzt irgendwie 10 Monate und du stillst immer noch? Also wir haben das sogar gehört, da war unser Sohn 3 Monate alt, da wurde ich das erste Mal gefragt, wie, du stillst noch? Ja, also heute ist er 2 Jahre und 3 Monate und ja, wir stillen noch. Und wir gehen da drin auf, es macht uns Spaß und es tut uns beiden sehr gut. Und wir werden das noch weitermachen, bis wir keine Lust mehr haben, beide. So, irgendwann wird es zur Routine. Ja, und dann waren wir mitten in diesem Konzept der Online-Kongresse. Und als wir uns kennenlernten, war es ja nun so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwie diese Message, die wir rausbringen wollen in die Welt. Und wir denken, dass es da draußen ganz, ganz, ganz viele Menschen noch gibt, die gar nicht wissen, was Bedürfnisorientierung überhaupt ist, die es vielleicht instinktiv, aber so leben, weil sie vielleicht mitbekommen haben, okay, also ich bin jetzt autoritär erzogen worden, aber irgendwie fühle ich, dass ich das anders machen möchte bei meinen Kindern. Und so kam das,
dass wir einfach gesagt haben, wir müssen damit raus. Ja? Wir wollen die Leute erreichen, wir wollen da was. Ja, wir wollen, dass die Menschen nachdenken und im weiteren Verlauf umdenken. Ja, das war unsere Vision dahinter. Und den Menschen eine Plattform schaffen, wo sie sich austauschen können und wo sie merken können, okay, ich bin nicht alleine. Ja, und das ist etwas zum Beispiel, was uns beide ja auch so stark verbindet, ja, mhm. die man noch klar von Anfang an verbunden hat, aber auch immer noch verbindet, dass wir das Gefühl hatten, oder ich zumindest hatte das Gefühl, wir haben uns kennengelernt, wir haben ganz schnell dann angefangen zu FaceTimen. Das war direkt dann auch eine Verbindung, dass das Persönliche ist, nochmal was ganz anderes als normal zu telefonieren. Und ja, ich hatte das Gefühl, wow, meine Seelenverwandte. Ja, es gab eigentlich keinen Punkt, ob es die Ernährung ist sogar, ja, selbst die Ernährung ist gleich, dass wir beide vegan leben zum Beispiel. Also da waren einfach so viele Punkte, wo ich dachte, das ist ja irre. Gibt es Menschen, die mir so ähnlich sind? Das hätte ich niemals gedacht. Also das Internet halt auch ganz viele positive Seiten, die es mit sich bringt. Ja, und einfach, was du halt gesagt hast, was dadurch entsteht, dieses Vernetzen. Das hat, glaube ich, auch mit jeder Experte erwähnt in den Interviews, ne, dass diese Vernetzung von Gleichgesinnten auch so, so wichtig ist, um am Ball weiter zu bleiben. Ne? Wenn man merkt, also das ist so die Richtung, die einem gut tut, unabhängig jetzt davon, ob es jetzt Ernährung ist, ob es jetzt Kindererziehung ist, ob es jetzt Beziehung zu den Kindern ist oder bedürfnisorientiert, wie auch immer. Wichtig ist, dass man sich mit Leuten austauscht, die gleich denken und eventuell da auch Fragen stellen kann, die einem eben halt im Bekanntenkreis so nicht beantwortet werden. Und mit dem Kongress, hast du schon ne, richtig zusammengefasst, möchten wir einfach den Leuten auch nochmal die Möglichkeit geben, das zusammengefasst, komprimiert sich anzusehen. A, weil es einfach eine super Sache ist, weil man es eben nicht genau am Mittwochabend um 20.15 Uhr gucken kann, sondern man hat da 24 Stunden für Zeit. Das ist für Mamas natürlich auch immer sehr praktisch, wenn du 24 Stunden Zeit hast, dir das anzuhören oder anzusehen, wann du möchtest und nicht gebunden bist an irgendwelchen Fernsehzeiten oder, ne? Und ja, die Vision hatten wir, die haben wir jetzt auch umgesetzt. Kann ich noch gar nicht so richtig glauben. Geht mir auch so. Ist noch irgendwie so ein bisschen, ja, einfach völlig unrealistisch gerade. Und wir sind so gespannt, wie ihr das finden werdet, was wir hier für euch gemacht haben. Ah ja, man hat so viele Gedanken im Kopf, ne? Ja, wir hoffen auf jeden Fall einfach, dass wir euch genauso begeistern können und dass ihr euch vielleicht jetzt schon ein bisschen verstanden fühlt oder vielleicht habt ihr sogar den ähnlichen Weg auch erlebt. Es muss ja nicht sein, dass man jemanden kennengelernt hat und dass man dann einen Kongress startet, aber einfach, vielleicht habt ihr auch schon gleichgesinnte Mamas im Internet kennengelernt, die euch dann schon ein bisschen weitergebracht haben, die euch weitere Impulse gegeben haben, um umzudenken oder einfach um Sachen nochmal anders zu betrachten. Ja, und wir hoffen, wir können euch dabei helfen, eben den bindungs- und bedürfnisorientierten Weg mit euren Kindern wieder zu leben, damit wir für die Zukunft einfach ja, eine empathischere Welt sind, in der es um Beziehung geht und halt nicht nur um Erziehung, dass wir merken, dass wir halt sehr gewalttätig auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Also gewaltfreie Kommunikation ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil ja, ich glaube halt einfach, dass viele Menschen gar nicht die Gewalt so spüren, wie wir das spüren. Wir sind jetzt vielleicht sensibilisiert worden und ein sehr, sehr großer Faktor, das ist mir gerade auch noch eingefallen, ist für dieses Umdenken, was wir ja auch hatten, dieses Erleuchten, was du gesagt hast. Meiner Meinung nach ist das auch ein sehr, sehr großer Punkt, dass wir frei lernen. Also wir sind, ich reiß das nochmal vielleicht ein bisschen ein. Ich habe das auf dem Blog, ich weiß gar nicht, ich habe es schon geteilt. Aber es ist halt tatsächlich so, dass mit der Elternzeit, also mit der Geburt von meiner Tochter, wie kann ich das sagen, dass es so war, also gefühlt würde ich sagen, rückblickend würde ich sagen, es war so, als wenn ein ICE angehalten hat, hat mich aussteigen lassen und ich konnte mal eben alles nochmal so betrachten und habe mir gedacht, aha, krass,
okay, das war's jetzt, jetzt stehst du hier, jetzt kannst du dir das mal einmal von oben angucken. Und ja, irgendwie ist es wie ein anderes Bewusstsein gewesen, tatsächlich. Also, was mir dann gesagt hat, okay, also irgendwie, das stimmt nicht so richtig. Die Balance in deinem Leben, also vorher war ich selbstständig, das stimmt nicht und irgendwas muss sich jetzt verändern und das war auch so. Und durch dieses Freilernen, also durch dieses mir selber Informationen zuführen, wann ich das möchte und was ich möchte, hat sich so viel nochmal ergeben und die Entwicklung, die da entstanden ist, ist einfach so bemerkenswert und das möchte ich halt anderen Leuten auch mitgeben, ne? dass sie eben verstehen, oder das wollen wir mitgeben, ne? Dass sie verstehen, dass man sich eben das Wissen, was einen interessiert, auch so zuführen kann, dass das ein super gutes Medium ist, an diese Informationen zu kommen, die leider ja im Mainstream nicht wirklich Beachtung finden und auch nicht, ja, verbreitet werden, ne? Wir beide gucken gar keinen Fernseher mehr. Vielleicht ist das auch für jemanden interessant. Also bei uns ist die Kiste nicht mehr an. Das hat wahrscheinlich auch mit dazu geführt, dass wir uns so mit der Thematik so intensiv auseinandergesetzt haben, so dass wir das jetzt heute bei euch hier veranstalten können. Das hat uns einfach alles so, so viel weitergebracht, persönlich. Und ja, es ist einfach unglaublich und wir hoffen, dass wir das euch auch so mitgeben können. Ja, wir hoffen, dass einfach diese Energie und dieser Geist, der dahinter steckt, genau, dass ihr den spürt. Ja. Das ist unser größter Wunsch eigentlich. Absolut. Und, also das, was diese Veränderung, das weiß ich ganz, also das wissen wir ja auch beide, dass diese Veränderung, die wir da bei uns erlebt haben, die ja so ausschlaggebend war dafür, dass wir jetzt hier sitzen und das machen. Diese Veränderungen, die haben ganz, ganz viele Leute auch erlebt. Die wissen das nur noch nicht zu benennen, ne? So wie wir das auch nicht hatten. Ich habe meine Tochter noch nie angeschrien und ich habe auch immer versucht, das mit ihr diplomatisch zu regeln und ich wollte auch nie meine Macht ausspielen. Ich wusste aber nicht, dass das gewaltfreie Kommunikation heißt. Oder meine Tochter ist schon immer einschlafgestellt worden. Die lag auch noch nicht in einem Bettchen oder wie auch immer. Und dass das bedürfnisorientiert ist oder bindungs- und bedürfnisorientiert, dass es dafür einen Namen gibt, ist ja in erster Linie eigentlich auch völlig wurscht. Aber wenn man dann diese Verbindung versteht und sich dann auch mit anderen Leuten daraufhin vernetzen kann, weil man dafür einen Begriff hat oder sich weiter in die Thematik einlesen kann, um eben besser zu reflektieren, ja, das ist halt auch sehr, sehr wertvoll und kann fürs gesamte Leben auch, der Herr Dr. Janus sagte, sehr heilsam sein. Also wenn man sich das, ich denke, das wird das erste Video sein, was wir ausstrahlen werden, werdet ihr auf jeden Fall verstehen, was ich damit meine, mit heilsam sein, sich mit der vergangenen Zeit auseinanderzusetzen und da auch sehr stark zu reflektieren, vor allen Dingen gesellschaftlich, ob das denn alles so auch Hand und Fuß hat, was wir so hier leben. Also was der Mainstream lebt, sag ich mal. Die Leute, die es abartig finden, wenn ein Kind lange gestillt wird, die sagen, lass dein Kind schreien, das ist gut für die Lungen, die sagen, du verhätschelst dein Kind zu sehr oder du versuchst nur nach dem Rotzgirl zu springen oder solche Sachen. Das sind Gedanken, die wir beide nicht haben. Zum Glück haben wir die nicht. Aber das sind halt Gedanken, die in der Gesellschaft gang und gäbe sind. Und das ist nicht normal. Das ist ja auch ein Ausdruck, also das möchten wir auch ganz klar mit diesem Kongress sagen. Das sind keine normalen Gedankengänge. Das zu leben ist nicht für uns vorhergesehen. Der Mensch ist eigentlich ja darauf ausgelegt, ja, auf jeden Fall keine Kriege zu führen. Und wenn man es jetzt mal genau nimmt, ist ja die Kernaussage dieses Kongresses auch das Verständnis dafür, wie wichtig Bindung ist und vor allem die Bindung zu der Familie, zu der Mama, dass man eben eine die Urbindung mitbekommt und das Urvertrauen. Und wenn man diese Bindung und dieses Vertrauen für sein Leben nicht erhalten hat, wird man immer auf der Suche sein, ja, nach was auch immer, und wird immer künstlich nach irgendetwas streben. Und nach meinem Verständnis ist das mit das Hauptproblem unserer Erde oder unserer Welt, warum wir Kriege führen, warum wir
ja, warum wir einfach so sind, wie wir sind und warum wir so weit davon abgekommen sind, eigentlich im Einklang mit uns zu leben. Das werden alles Themen sein. Ich finde immer, jeder Mensch kommt als liebevolles Wesen, Lichtwesen auf diese Welt. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch, ist es gar nicht so gemeint. Ich glaube einfach, jeder Mensch ist per se, wenn er auf diese Welt kommt, erstmal pure Liebe. So. Und dann macht der Mensch Erfahrungen, ja, oder in verschiedenen Bereichen und die prägen ihn fürs Leben. Und unsere Welt ist so voller Hass, wie jetzt gerade jetzt neulich wieder in Heidelberg war es, ne? Also in Berlin am Weihnachtsmarkt und jetzt in Heidelberg ist irgend so ein LKW oder was weiß ich in eine Menschenmenge gerast. Ja, das guckt man sich nur irgendwie ohnmächtig an. Also ich habe es natürlich schon wieder nicht mitbekommen. Mein Mann sagte, gestern hast du davon gehört. Ich, nee, weil ich lebe irgendwie in meiner kleinen, heilen Weltkugel. Willkommens- und bedürfnisorientierten Welt. Ja, absolut. Also für mich existieren irgendwie solche Dinge nicht. Und das ist auch gut so. Ich mache das ja auch bewusst. Ja, ich gucke mir sowas bewusst nicht an, weil es mich stresst und weil es mir Angst macht. Und ich möchte nicht in Angst leben. Es ist mir wichtig, dass ich eben in Liebe bleibe. Und dass ich gehe automatisch in die Angst, wenn ich mir jeden Tag anschaue, was jetzt passiert auf dieser Welt. Und sind wir mal ehrlich, wenn man Nachrichten guckt, dann sieht man vor allem Kriege. Also ich würde zum Beispiel mein Kind nicht vor den Fernseher setzen, um die Nachrichten zu gucken. Ja? Das ist schlimmer als jeder Horrorfilm, was man da alles zu sehen bekommt. Und letztendlich ist es für mich auch nur noch, es ist für mich nur noch einfach mir fehlt gerade das Wort, also einfach nur diese Lust, mir sowas anzusehen. Und die habe ich einfach nicht. Und viele Menschen haben die, aber die wollen nicht sehen, schaut mal, hier sind die ersten Krokusse rausgekommen. Das langweilt die Leute. Die Leute wollen, sind sensationsgeil. Und ich glaube, dass wir in der Gesellschaft davon ein bisschen wegkommen müssen. Dass wir wieder hinkommen müssen zu dem, was wirklich zählt. Und das ist nicht die blöde schwarze Kiste im Wohnzimmer. Ja, zumal leider, wenn man davor sitzt, ändert sich auch nichts. Also das ist ja das Problem ist ja, da hatte ich auch das meiste Problem mit. Ich habe mir das angesehen und habe mich so hilflos gefühlt. Ich weiß, also auch wenn ich das jetzt nicht mehr sehe, weil wir, wie gesagt, wir so gucken ja auch kein Fernsehen mehr, das bedeutet A, nicht, dass ich ja gar nichts mehr von der Welt mitbekomme. Also ich bin mir trotz alledem bewusst, dass hier eine Veränderung auf der Erde passieren muss, definitiv. Nur die verändert man, also diese Änderung tritt nicht ein, wenn ich weiter in die Flimmerkiste gucke und darüber schockiert bin, was da passiert. Sondern das ist ja unser Ansatz, ne? Wir wollen, dass dieses Verständnis da ist und Veränderung beginnt bei jedem selbst. Das heißt, der Frieden, den werden wir nicht in der Welt sofort auslösen können. Aber wenn wir beim kleinen Teil, die das jetzt beispielsweise sehen und verstehen, was wir damit meinen, wenn man im Frieden mit sich und im Einklang mit sich lebt, ist es schon mehr Frieden oder es ist auf jeden Fall schon genug Frieden, um für sich damit positiv zu leben und daraus vieles entstehen zu lassen. Ne? Zum Beispiel eben, dass die Kinder das anders aufnehmen. Dass wir da eine gute Verbindung und eine gute Sicherheit einfach mitgeben, schon indem die Kids eben halt auch diesen Frieden in sich merken, ohne vollgeballert zu werden jeden Tag mit irgendwelchen Horrornachrichten und sich so hilflos zu fühlen. Änderung beginnt eben halt bei uns selbst, ne? Und ja, Kiste aus. Vielleicht jetzt nicht unbedingt den Laptop, wo ihr das gerade mit guckt, aber... Nein, den Laptop bitte anlassen. Ja, aber es ist ja... Ja, also, ja, das stimmt schon. Also ich erlebe es ja ganz genauso. Und ich finde immer... Du hast es so schön gesagt eben und ich möchte das auch nochmal aufgreifen. In dem Moment, also wir erwarten immer von der Welt, dass Frieden herrschen muss und so kann es doch nicht weitergehen. Das ist ja schrecklich. Wir leben in Angst, aber wir sind immer nur im Außen. Wir sind immer nur mit den Gedanken im Außen und es ist so wichtig, dass wir auch mal runterkommen, dass wir zu uns finden und das tun wir eben nur mit Ruhe. Das ist einfach so.
durch Ablenkung finden wir nicht zu uns selbst. Wir können ja unsere Stimme, unsere innere Stimme gar nicht mehr hören, wenn wir permanent beschallt werden durch Radio und Fernsehen. Und nicht nur dadurch, auch durch die Einflussnahme eben von Anfang an. Durch Erziehung. Es fängt mit Erziehung an, es fängt mit Kindergarten an, es geht mit Schule weiter, es geht mit Ausbildung weiter. Du bist permanent fremdbestimmt und hast gar keine Zeit, dich mit dir auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ja, ist ja auch ein ganz großes Thema bei uns, schulfrei, kindergartenfrei. Also auch das wird ein ganz großes Thema sein. Es ist Manipulation einfach, von vorne bis hinten, sodass wir nicht dazu geneigt sind, frei zu denken. Ja, also ich finde auch, der Anfang sollte bei einem selbst stattfinden. So, also quasi Frieden machen mit mir selbst. Also das alleine, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Weil ich glaube, dass ganz viele, ich zähle mich übrigens dazu, also ich bin hier weit entfernt davon, erleuchtet zu sein. Ja, ich bin sehr oft in großem Unfrieden mit mir selbst, mit meiner Person, mit meinem Menschen, was auch natürlich mit meiner Vergangenheit zu tun hat, mit meinen Erlebnissen, die ich gemacht habe und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Also Frieden mit uns selbst erstmal machen, da haben wir schon ganz viel erreicht. Ja. Und wenn wir im Frieden mit uns selbst sind, dann sind auch unsere Beziehungen in unserem nächsten Umfeld, werden automatisch friedvoller und liebevoller. Ganz automatisch. Das Umfeld wird sich verändern. Ganz automatisch. Da muss man gar nicht... Ja, das haben wir ja beide beobachtet, ne? Mhm. Das ist ja auch ein sehr, sehr wesentlicher Prozess, ne? Die Veränderung in dir verändert schon so vieles im Außen. Das hört sich immer so rhetorisch an, wenn man das so schön so sagt, wie wir das jetzt gesagt haben. Aber es ist ja tatsächlich so, was sich dadurch verändert. Das ist einfach. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich wundervoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist voller Wunder, was dann passiert in dem Moment, wo ich in den Spiegel gucken kann. Wer kann denn heute auch noch, das ist eine gute Frage eigentlich, weil wer kann denn heute noch in den Spiegel schauen, wirklich, ich rede jetzt nicht von 2 Minuten, während ich Mascara auftrage, sondern ich meine in den Spiegel schauen, mir selbst in die Augen schauen, mich anlächeln und sagen, so wie du bist, bist du total gut und genau richtig und du bist ein ganz wertvoller, wunderbarer Mensch und ich liebe mich. Einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Wie ich bin. Genau, und das sagt ja heute keiner mehr. Das kann ja kaum noch jemand. Ja, interessant. Genau. Also es sind so viele Ansätze, die man da mitbekommt bei diesem Kongress. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die Reaktionen darauf ausfallen und ob das die Zuschauer genauso wahrnehmen, wie wir das wahrgenommen haben. Ja. Ob die diese Themen auch genauso wichtig finden für die Zukunft. Also wir brauchen euer Feedback. Gibt uns Feedback. Auf jeden Fall im Austausch. Wir möchten, Wie auch immer, über Facebook, über die Gruppe Bedürfnisorientiert aufwachsen, unsere Gruppe. Wir wollen Feedback von euch. Erzählt uns, wie ihr den Kongress findet, was euch besonders inspiriert, ob wir noch irgendwas für euch tun können. Ja, auch genau, ganz, ganz wichtig. Das ist auch von mir persönlich auch ein Anliegen, dass eben, wenn Fragen aufkommen, dass wir gerne in der Gruppe natürlich auch, die wir bei Facebook haben, dass wir da auch konstruktiv drüber diskutieren wollen. Vielleicht können wir euch auch Hilfestellung geben, ne? Also es gibt so viele tolle Leute da in dem Kongress. Nicht nur Hilfestellung durch dieses einzelne Video, was ihr gesehen habt, woraufhin dann die Frage entsteht, sondern einfach auch für danach, ne? Man kann, wenn man mit Leuten in Kontakt und in Verbindung kommt, da kann so viel geschehen. Also alleine, was sich daraus entgeben hat, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir das mit den ganzen Experten gemacht haben, das verändert so stark die Sichtweise. Ja, und wir sind jetzt einfach nur gespannt, wie ihr das Ganze findet, das ganze Projekt, und hoffen, dass ihr uns dabei unterstützt, dass wir vielleicht nochmal sowas machen können oder eben einfach, ja, dass wir uns in Zukunft trotzdem weiter noch dafür einsetzen können, dass mehr Menschen eben verstehen, was bindungs- und bedürfnisorientiert bedeutet. Und das soll jetzt gar nicht nur mit Kindern zusammenhängen, sondern in erster Linie ist es auch so wichtig, dass wir wissen, was unsere Bedürfnisse sind. Also bevor ich die Bedürfnisse meiner Tochter zu 100% stillen kann, sollte ich vorher mit mir im Einklang sein und auch wissen, was sind meine Bedürfnisse, welche kann ich nach hinten schieben und erstmal
ja, die haben jetzt Zeit, bis das Säugling eben halt versteht, dass ich auch Bedürfnisse habe. Und wie kann man das hinbekommen, eben diese Balance? Und ja, ich hoffe, wir können euch da ein Stück weiter auf euren Weg begleiten. Ja, wie du eingangs schon so schön sagtest, es gibt, es zählen die Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Ja. In diesem Sinne, wir sehen uns beim Congress. Genau. Schön, dass ihr dabei seid. Reicht jetzt auch langsam, ne? Wir haben jetzt so viel gequatscht, jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt, was jetzt auf euch zukommt. Ja. Also in diesem Sinne, wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.